würde mich jetzt gerne Norbert Hering zuwenden, der auch mal bei einer Bank gearbeitet hat. Ist aber schon lange her. Jetzt ist er Wirtschaftsjournalist und ein ganz besonderer Wirtschaftsjournalist, nicht nur, weil er viele interessante Bücher geschrieben hat, sondern auch, weil er neben seiner Tätigkeit beim Handelsblatt einen sehr, sehr interessanten Blog führt, der mir schon wahnsinnig viel Arbeit abgenommen hat. Ich würde mich gerne ausdrücklich bedanken dafür, dass Norbert Hering die Gutachten liest, zum Beispiel von den Wirtschaftsweisen, und die kommentiert Berichte, Gesetzestexte, und dass es wirklich wertvoll ist, so einen Blog zu haben, in dem man bestimmte Sachen nachgucken kann. Der Währung lasse ich mich gern bezahlen. Vielen Dank. Ja, und dabei möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, dass Norbert Hering das ehrenamtlich macht in seiner Freizeit und dass er dafür nicht immer geliebt wird. Und dass das schon etwas ganz Bemerkenswertes ist, in seiner Freizeit doch so viel für die Information der Allgemeinheit zu tun. Wobei ich sagen muss, dass das, was bei mir aufschlägt, ist schon deutlich mehr Unterstützung als Gegnerschaft. Also geht bis dahin, dass viele Leute sagen, ich soll ihnen doch meine Kontonummer geben, sie würden gern was beitragen, also ganz ungefragt. Also das ist schon sehr schön, das treibt mich auch an, dass da so viel Begeisterung da ist. Ja, das ist meine nächste Frage. Wie sind Sie zum Wirtschaftssystemkritiker geworden und was ist das, was Sie letztendlich hierher bringt? Da bin ich spät konvertiert, was auch fast die einzige Chance ist, um in diese Stellung zu kommen. Also wenn ich irgendwie das beim Studium schon nicht geglaubt hätte, was mir da erzählt wird, dann wäre ich schon längst aussortiert worden irgendwann. Ich habe damals öfter das Problem gehabt, dass ich mich für ein bisschen dumm gehalten habe, dass ich das alles nicht so verstanden habe. Heute weiß ich, dass ich irgendwie nur ein bisschen mehr auf meinem Realitätssinn bestanden habe als andere und irgendwie sich was gewehrt hat, das zu glauben. Und also angefangen hat es im Wesentlichen mit meinem Buch Ökonomie 2.0, was ich mit einem Kollegen geschrieben habe. Das ist jetzt kein Buch, auf das ich besonders stolz bin, auch wenn es preisgekrönt ist. Das ist noch mehr so Freakonomics-mäßig, aber da habe ich mich eben auch mit den dunklen Ecken ein bisschen befasst und daran dann aufgesetzt, und weil ich da gemerkt habe, dass Macht überhaupt nicht vorkommt. Und damit habe ich mich ein bisschen mehr befasst und dann festgestellt, dass eigentlich die ganze ökonomische Theorie darum geht, Macht verschwinden zu lassen, weil alles nur Wettbewerb ist und auch am Arbeitsmarkt überall Macht kommt eigentlich nicht vor, kann es eigentlich nicht geben. Und wenn, dann hat sie der Staat und der ist sowieso böse. Ne? Also das ist so die ökonomische Theorie. Damit habe ich angefangen vor der Finanzkrise, auch mit der Geldschöpfungsgeschichte, weil Geld ist Macht, war ja mit so einem Motto, und da muss man sich ja auch mit dem Geld beschäftigen. Und dadurch, dass während ich dieses Buch geschrieben habe, was ein paar Jahre ging, und ich jetzt so als mein zweites Ökonomiestudium bezeichnen würde, weil ich da Ökonomie neu gelernt habe und gelernt habe, was da Quatsch ist an dem, was ich eigentlich gelernt habe, und das nochmal neu gelernt habe. In diese Zeit ist die Finanzkrise gekommen und dadurch ist dann die Geldgeschichte dann von einem Thema, von mehreren, dann zu einem fast beherrschenden Thema geworden, und da habe ich dann eben weiter viel Betonung drauf gelegt. Mein Blog heißt Geld und mehr. Inzwischen ist, ich merke, da ist zwar viel Interesse für diese Geldfragen, aber wenn ich jetzt so nach den Klicks und dem Hauptinteresse gehen würde, dann würde ich jetzt nur noch GEZ schreiben und Medienkritik machen. Insofern sehe ich da schon noch die Aufgabe, dieses den Leuten, die sich jetzt so für GEZ engagieren und
zu Recht wütend sind über den übergriffigen Staat. Es sind ja nicht nur die Armen, die zu Recht wütend sind, weil sie 20 Euro zahlen sollen, obwohl sie kein Geld haben und vielleicht auch keinen Fernseher. Es sind ja viele, die das Geld haben, aber sich gegen den übergriffigen Staat wehren, der da so deutlich wird, weil es eben alles am Rande der Legalität ist, eigentlich die Gesetze gebogen werden, aber man sich einen Verfassungsrichter genommen hat, der gerade noch so hinbiegt, dass irgendwie geht und so. Das macht die Leute furchtbar fuchsig und das ist meine nächste Aufgabe, denen, gerade denen auch zu sagen, die da so über den übergriffigen Staat fuchsig zu werden, das ist ja alles schön und gut. Habt auch recht, euch aufzuregen, aber denkt bitte mal dran, dass das alles viel schlimmer wird, wenn das beim Geld so weitergeht, wie es jetzt ist. Und da solltet ihr euch wirklich auch mehr dafür interessieren. Das ist so meine nächste große Aufgabe, habe ich mir gesagt.